Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu dem ersten richtigen Video eigentlich im neuen Jahr. Dementsprechend möchte ich euch auch ganz recht herzlich begrüßen im Jahr 2018. Ich bin gerade nicht frisch in 2018 gestartet, bin aber ein bisschen lediert und ein bisschen müde und ein bisschen erkältet. Ihr habt es ja schon wieder mitbekommen, ich bin momentan wieder ein bisschen unter dem Radar, was daran liegt, dass ich, guten Tag, momentan an einem neuen Kurzfilmprojekt arbeite. Was genau das für ein Kurzfilm ist und was euch da erwartet, das erzähle ich euch in einem der nächsten Videos. Ich habe mir da eine kleine Cinematic überlegt, wo ich euch auch ein bisschen das Set zeige, denn es ist ein traumhaftes Set und dieser Kurzfilm ermöglicht mir eine, habe ich schon auf Twitter geschrieben, eine Zeitreise-Thematik, die ich schon immer mal ausprobieren wollte und die auch gerade in den Roleplay-Projekten eigentlich immer mal stattfinden sollte, aber jetzt eben in Form dieses Kurzfilms. Das wird sehr, sehr cool, dazu aber in den nächsten Tagen mehr. Heute möchte ich gerne etwas machen, was mir, ich glaube, das ist auch schon 2 Jahre jetzt her, damals wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und das waren Master Builders Challenges. Das wird ein einmaliges Video. Ich habe einfach jetzt gerade Lust gehabt, mal wieder auf den Mineplex-Server zu gehen und da eben eine Runde Master Builders zu spielen. Da sind wir. Und das mache ich jetzt. Und ich habe mir tatsächlich auch eine kleine Challenge rausgesucht, die ich noch in den alten Kommentarbereichen der Videos gefunden habe. Die Challenge kommt von Zockermädel und nennt sich die Film-Challenge. Baut etwas in Bezug auf einen Film. Zum Beispiel Begriff Roboter, Maschine, Bauwerk, R2-D2. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, weil wir sind ja hier filmaffine Leute, auch gerade unter euch Zuschauern. Das freut mich natürlich sehr, dass sich hier auf dem Kanal immer quasi der Filmclub trifft. Boah, ich sehe aber wirklich schon ein bisschen fertig aus, oder? Wie gesagt, Leute, alles in Ordnung. Bin nur gerade so ein bisschen aus dem Bettchen gefallen. Ihr wisst ja, ich arbeite dann immer ganz gerne so in die Nächte hinein. Und da wurde das heute wieder sehr, sehr spät, beziehungsweise früh. Achso, genau, was mir gerade noch einfällt, um 20 Uhr kommt heute eine neue Folge Antarktika. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da natürlich sehr, sehr gerne auch nach dieser Folge rein. Und ja, jetzt schauen wir mal, welches Wort denn dran kommt. So, oh, neue Arenen gibt es auch. Alright, alright, alright. Bitte irgendwas, womit sich auch arbeiten lässt. Chimney. Okay, das ist natürlich eigentlich am naheliegendsten, wenn wir jetzt einen Kamin haben, beziehungsweise einen Schornstein, vielleicht den Weihnachtsmann. Adventskalender, also wir könnten natürlich eine Cola unten noch mit reinbauen. Ich probiere es einfach. Komm, wir probieren das einfach mal. Wir können ja zur Not immer noch mal am Ende eine Runde dranhängen. Ich baue jetzt mal hier einen dicken, fetten Kamin. Und den mache ich mal im größeren Maßstab, dass auch gleich die Spieler da reinfliegen können. Und dann sehen sie, dass da drin ein Weihnachtsmann eingequetscht, eingequetscht nicht, ist ein böses Wort. Das klingt ja so, als hätte er sich verletzt. Aber er ist zumindest in Probleme und steckt da so ein bisschen fest. Und jetzt überlege ich gerade, mit welchem Film man das eventuell assoziieren könnte. Ich glaube eigentlich, dass in gefühlt jedem Weihnachtsfilm irgendwann der Weihnachtsmann in einem Kamin stecken bleibt. Apropos Weihnachten, ich weiß, ist natürlich eigentlich vorbei. Hier bei mir im Hintergrund sieht es auch noch so ein bisschen weihnachtlich aus. Hinter mir, das seht ihr glücklicherweise nicht, stirbt auch gerade mein Weihnachtsbaum vor sich hin. Den muss ich nachher auch mal entsorgen. Das mache ich natürlich ganz Ikea-like, ab aus dem Fenster raus. Aber natürlich bin ich ausgebildeter Stuntman, deswegen darf ich das. Es ist schon okay. Nein, natürlich nicht. Der wird natürlich fachgerecht zersägt und dann auf die biologisch abbaubare Müllkippe gebracht. Okay, so, ich muss natürlich gucken, dass wir hier die Zeit immer ein bisschen im Blick haben, weil ich bin natürlich ein bisschen verwöhnt immer noch von der Zeit von Bergwerk Labs, aber da spielen wir momentan nicht, weil wir da immer noch in der Closed Beta sind. Das heißt, dementsprechend sind da nicht immer so viele Spiele, um eine Runde voll zu kriegen. Auch das wird sich bald ändern und wird dann Bestandteil, habe ich glaube ich auch gerade schon erzählt, von dem großen Masterplan-Video quasi. Ich habe vor 2016, also im Sommer vor 1,5 Jahren, habe ich mal so ein großes Masterplan-Video gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch, wo ich so ein bisschen von meinen Plänen erzählt habe, wie es jetzt genau weitergeht. Und sowas wird jetzt auch im Januar wieder hier auf dem Kanal kommen, dass ihr einfach so ein bisschen wisst, in welche Richtung geht es jetzt eigentlich. Ich hatte da nämlich zum Beispiel auch einige Kommentare von euch gelesen, die sehr, sehr ausführlich waren und die sehr, sehr toll geschrieben waren und eigentlich immer die Kernfrage hatten, Bergmann, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Momentan wirkt alles so ziellos. Ich weiß, das stimmt. Ich bin aber momentan auch ein bisschen ziellos. Dementsprechend seid mir nicht böse, wenn ich mir da tatsächlich auch so ein bisschen erlaube, momentan nicht wirklich einen Plan zu haben. Aber das wird sich jetzt gerade ändern und ich möchte euch doch dann zumindest mal wieder so ein bisschen davon erzählen, was ich denn
auf dem Zettel habe alles. So, und das wird, glaube ich, eine richtig knappe Number. Denn wir haben noch nicht den Weihnachtsmann gebaut, haben aber jetzt schon nur noch 2 Minuten. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Dementsprechend hier nochmal schnell. Das ist natürlich immer die größte Gefahr, wenn man sich jetzt hier an so Kleinigkeiten verliert. Ich versuche jetzt hier irgendwie noch eine kleine Wand zu simulieren. Das sieht aber eher schlecht als recht aus. Wir müssen jetzt einfach hier... ich mach mal kurz den Bodenuntergrund hier auch zu sowas. Wir müssen jetzt sofort mit dem Feuer anfangen. So. Ach du heiliges Feuerzeug. Oh, mein Kaffee steht hier im Weg. Ich bin gerade echt ein bisschen Banane da. So, jetzt haben wir nur noch 1 Minute. Alles klar. Okay, jetzt den dicken, fetten Weihnachtsmann hier rein. Der hier einfach nur drin steckt. Und sich nicht helfen. Ich mach einfach. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch in einer Minute schaffen soll. Ich mache jetzt einfach einen fetten Kloß hier rein. Oben kommt dann so ein Weihnachtsmann-Kopf drauf. Und ich mache vielleicht aus Sandstein den Kopf. Und noch so eine, Hand. Hier vielleicht irgendwie so. Und hier irgendwie so. Das wird nie im Leben was. Das haben wir, glaube ich, komplett versemmelt. Ich versuche ihm hier noch irgendwie eine Weihnachtsmannmütze zu geben. 35 Sekunden. Also das wird, glaube ich, im Leben nichts. Nee, das wird vor und hinten nichts. Rahmen. Oh Gott, Kohle. Ich versuche ihm zumindest noch so ein Gesicht zu geben. Vielleicht irgendjemand, der ein bisschen hier in die Details reingeht. Schnee. 12 Sekunden. Oh, forget it. Forget it. Jetzt nach unten die Beinchen. Die Beinchen, die so rausgucken. So. Und hier so. Okay. Es ist das Beste, was ich probieren konnte. Ein Weihnachtsmann, der drin steckt. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendjemand erkennt, Leute. Ich habe mein Bestes gegeben. Die Zeit ist natürlich auch mal sehr, sehr begrenzt. Wir gucken mal, was die anderen hier gebaut haben. Elvis, der vor einem Kamin steht. Finde ich okay. Sie macht hier... Oh, kennt ihr noch diesen Trick früher aus der Schule? Wo man dann irgendwie so gemacht hat hier. So. Und dann... Oh, ich krieg's jetzt gerade nicht hin. Moment. Ich krieg's hin. Okay, ich krieg's nicht hin. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann hat man so wie vorne so einen Facehugger bei Alien, das aus dem Bauch rauskommen lassen. So sah es gerade bei Peach aus. Ich habe, glaube ich, nicht kommentiert, bewertet. Tut mir leid. Aber ich fand's natürlich Weltklasse. Das ist... Ja, meh. Vielleicht ist da ein Weihnachtsmann eingebaut. Ich guck lieber nochmal kurz. Nee, leider nicht. Oh! Oh, kann man jetzt... Ach so, eine Villager. Ich wollte gerade sagen, ob man hier NPCs spawnen kann. Ja, finde ich auch in Ordnung. Aber irgendwie wirkt das so, als wäre das alles so ein bisschen wenig, was hier in der Zeit gebaut wurde. Von Lego 0108. So, was hast du gebaut? Okay, ein Kamin auch. Also beziehungsweise ein Schornsteinschacht. Aber da fehlt mir so ein bisschen das Feuer. What the fuck? Schreibt hier direkt der Erste. Ja, irgendwie. Bisschen enttäuscht gerade. Ja gut, das ist natürlich hier auch... Also wenn man es jetzt verstehen würde hier... Es sieht natürlich eher aus wie so ein Aal. Marco, nimm ab! Nebenbei hier wird offenbar... geskypt. So. Oh! Hat das jemand verstanden? Ich befürchte nicht. Aber wir sind nicht explodiert. Das heißt, vielleicht haben wir hier Gönner, die... kreativ genug waren, das zu erkennen. Hier ist ein Loch. Und auch das ist irgendwie nicht so wirklich gut geworden. Wo sind denn die kreativen Ideen hier? Vielleicht müssen wir wirklich mal wieder, vielleicht müssen wir in Zukunft mal wieder ein bisschen öfter hier spielen, um mal wieder so ein bisschen die Leute hier reinzubringen, die über den Tellerrand hinausblicken. Das verstehe ich halt auch überhaupt nicht hier. 2 Schornsteine, aber sorry. Soulless Fox. Aber das war irgendwie komisch. Oh, okay. Hier offenbar ein kleiner Schrein, vor dem man beten könnte. Zu einem altgriechischen Gott vielleicht. Oh Gott, oder auch lieber nicht. Okay, und das finde ich natürlich, das finde ich zumindest ganz schön. Das ist minimal. Das gefällt mir bislang, das finde ich gut. Weil das finde ich wirklich gut. Das finde ich wirklich, wirklich gut. Auch mit dem Holz hier draußen. Schöne Details von Kuxrpl. Vielleicht aus Polen. Liebe Grüße.
Das fand ich wirklich schön. Der hat auf jeden Fall zu Recht gewonnen, sollte es gleich so sein. Okay. Und der war, glaube ich, nicht mal auf Platz 2. What? Also da muss ich echt sagen, habe ich unverdient gewonnen. Und würde aber dennoch vorschlagen, dass wir einfach nochmal eine zweite Runde dranhängen. Oh Gott, Marlock, was ist dir denn passiert? Ein angebrutzelter Arm, das Auge stark lidiert. Hattest du einen Unfall? Hm? Was ist mit dir passiert? Ist gesperrt, ja? Warum ist passiert gesperrt? Passiert? Tatsächlich. Belgi, können wir einen Screen machen? Na klar. Komm ran, mein Junge. Ja, schicke Fliege übrigens. Ein sehr, sehr schickes Outfit. Kann ich nicht anders sagen. Das gefällt mir sehr gut. Ihr seht natürlich auch an meinem Outfit, dass... also mein Outfit gibt bereits einen ersten Hinweis auf die Thematik des Kurzfilmes. So, und jetzt hoffen wir, dass das zweite Wort sich auch für einen filmischen... für eine filmische Interpretation anbietet. Xmas Lights. Okay. Dann auch hier... Boah, das ist natürlich eigentlich voll naheliegend jetzt. Das einfach wieder... Ich verbinde es mit dem Adventskalender. Mit meinem guten Adventskalender. Ich befürchte, dass ich hier vermutlich nicht... Ich probiere es gleich aus. Dass ich hier nicht den Untergrund in alles ändern konnte, oder? Weil bei Bergwerk Labs hatten wir das ja so, dass wir... Ups. Jeden beliebigen Stein als Untergrund wählen konnten. Ich meine mich zu erinnern, dass das hier eigentlich auch ging. Wurde aber vorhin in einer Testaufnahme... eines Besseren belehrt. Und ich spiele gar nicht mit Dandelion, sehe ich gerade. Ich habe immer noch dieses Zickzack drin. Auch lange nicht mehr gespielt in Spielmodus. Auch lange nicht mehr gebaut, so wirklich. Also klar, die Filmsets immer mal wieder mit angefasst, aber das ist der Großteil natürlich auch von dem großartigen, fettes Shoutout Bergwerk Labs Team umgesetzt, ohne dass meine Kurzfilme nicht mal ansatzweise so gut aussehen würden, wie sie das tun. Also hoffe ich zumindest, dass sie das tun. So. Ich weiß, wir haben uns noch kein bisschen um die Beleuchtung gekümmert, aber da mache ich mir keinen Stress. Oh, das sieht doch leider nicht ganz so geil aus, wie ich das in meiner Vorstellung gerade hatte. Und ich mache dann vielleicht eher noch ein bisschen Schnee hier so hin. Und vielleicht nochmal schnell. Oh, das kann natürlich noch einiges rausreißen. Hier mal schnell zwei Fackeln hin. Und jetzt gib mir nochmal schnell das Menü und lass mir mal Nacht machen hier. Oh, wo war das? Weather? Nein. Time. So. Okay. Oh, wir haben, also das ist wirklich mit der Zeit, man ist hier doch ein bisschen begrenzt. Ich liebe Masterbuilder, das ist gar keine Frage. Ich will überhaupt gar keine Werbung für Bergwerk Labs machen, wie auch, ist ja momentan noch in der Closed Beta. Aber ein paar Funktionen vermisse ich hier echt. So, hier der Weihnachtsmann, der offenbar seine Finger an eine Lichterkette hält oder an eine Stromsteckdose, um dann hier diese Glühbirne in seiner Hand zum Leuchten zu bringen. Okay, hier haben wir offenbar eine verschiedene Anzahl an Kurzschlüssen in der Lichterkette. Finde ich auch okay. Also die Lichter, also wobei die Glühbirnen finde ich echt cool. Auf jeden Fall. Das kann man eigentlich hätte man fast schon gut geben können. Das ist ein kleines trauriges Hühnchen. Sorry, my eyes are bleeding. Aber das Hühnchen ist wirklich, wenn es ein Hühnchen ist, ist es sehr sweet. Auch mit dieser braunen Träne hier. So, das ist natürlich auch sehr, sehr schön, dass hier jemand angefangen hat, Tetris zu spielen. Boah, hier haben wir eine Glühbirne, die gleichzeitig ein Portal in eine andere Alien-Welt darstellt. Ja, kann ich auch nicht so wirklich was mit anfangen. Also, hier ist aus Diamantblöcken gemacht, also ich habe da irgendwie nichts gesehen. Oh, aber hier, guck mal hier, wenn der jetzt noch so ein bisschen die Glasdinger dran gemacht hätte, dann hätte das, glaube ich, besser funktioniert, als wenn er jetzt hier das einfach nur... mit Fackeln gemacht hätte. Wobei natürlich auch Fackeln eine Lichterkette, also es gibt ja auch eine einfarbige Lichterkette. Nicht komplett dran vorbei. So, das ist natürlich hier, hätte ich vielleicht auch mit Partikeln arbeiten sollen. Das ist jetzt auch nicht so... Ja, geht nochmal ins Haus rein, ins Haus und schaut mal, ob ihr da noch was Tolles entdeckt. Oh, ja, okay. Ich weiß natürlich auch nicht, ob ich jetzt hier vielleicht anonyme Gönner habe, die das Ganze jetzt so ein bisschen zu meinen Gunsten hier entscheiden. Oha. Ja, die Weihnachtsbaum. Finde ich auch schön. Vielleicht natürlich auch in dem Texture Pack nicht ganz so schick. Aber an sich die Idee finde ich nicht schlecht. Vor allem war das ja auch thematisch. Eigentlich war sie sehr gut mit dem Weihnachtsbaum. So. Im Gegenteil zu dem hier. Im Gegensatz zu dem hier. Das ist halt wieder ein bisschen überambitioniert gewesen. Bisschen Schnee dabei, bisschen Fackeln. Aber, Leute...
Das haut nicht hin. Soulless Fox. Das tut mir leid. Was haben wir hier? Oh! Guck mal. Das finde ich doch... das finde ich ganz gut. Das finde ich gut. Auch mit der Weihnachtsmütze hier. Wobei sie natürlich ein bisschen random reinplatziert ist, um vielleicht einfach noch so... Hau drauf, guck mal, Weihnachten, Weihnachtskette, weil nur das hier wäre vielleicht ein bisschen zu wenig gewesen. Hätte es auch abstrakte Kunst sein können. Oh, Melanie. So, ich glaube, können wir hier nochmal wieder zurück. Ne, das war auch Bergwerk Labs. Aber es war auf jeden Fall diese sehr, sehr ausdetaillierte Lichterkette, die völlig zu Recht gewonnen hat. Leute, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank an Zockermädel für die Challenge. Und ja, fantastischen Tag für euch. Und in den nächsten Tagen gibt es ein kleines Masterplan-Video, wenn ihr wissen wollt, wie es hier auf dem Kanal weitergeht. Macht's gut. Tschüss, euer Bergmann.